So, Tobi, zeig, zeig. Wer von euch ist da? Ich sehe 6 Leute. Ja, ich verstecke mich gerade noch ein bisschen. So, da ist schon die Rendsburger Truppe. Wer auch immer die Rendsburger Truppe ist, aber alle haben sie ein Rendsburger Kennzeichen. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Es sind auch keine zu sehen, denen irgendwie diese Fahrzeuge gehören könnten. Ich habe keine Ahnung. So, oha, 15 Leute schlagartig. Camping Ruhrport, Marty Blue, alles bekannte Namen. Wer ist noch da? Carsten Kilian, schönen guten Abend. Und ich zeig mich mal eben. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. 26 Leute schon, 30. Wow, okay. Live aus Hameln vom Eventgelände, wo schon in 48 Stunden die Luzi abgeht, denke ich mal. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, die meisten von euch waren noch gar nicht da. Die Rendsburger Truppe ist schon da. Wer auch immer die Rendsburger... Oh, jetzt habe ich hier was umgedreht. Ach, immer diese Gimbel hier. So, wer auch immer die Rendsburger Truppe ist, aber da sind schon mal ein paar Fahrzeuge. Ja, und ich stehe hier mitten auf dem Eventgelände. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so spannend, aber ich wollte euch mal zeigen, wie das hier so aussieht. Wo wir stehen, da hinten, da gehen wir auch gleich noch hin. Und wo wir feiern werden, da gehen wir auch gleich noch hin. Melanie ist auch mit dabei, schön. Und Janni, mein Sohnemann, ist auch mit dabei. So, also, ich stehe jetzt hier genau in der Mitte vom Platz und ich will mal mit euch so eine ganz kleine Runde machen. Hier vorne seht ihr Flatterband und dieses Flatterband ist logischerweise eine Absperrung. Von da vorne kommt ihr auf den Platz rauf. Und der ganze erste Teil hier darf aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden. Diese Gründe erfahrt ihr von uns erst, wenn ihr hier seid, nicht jetzt. Aber hier vorne, alles nach dem Flatterband, ist dann unser Campground, Campground Nummer 1. Und da hinten ist einer am Feldschreddern, ich glaube, der ist ganz schön laut. Und da unten seht ihr nicht nur zwei Tore, sondern da, wo die beiden Tore sind, wird hinter der Hecke, die Hecke da, dahinter, da wird die Kids Area stehen. Und vor der Hecke, das ganze Areal da vorne, da stellen wir euch hin, wenn ihr 1, 2, 3, 4, 5, 12 Kinder habt, damit die richtig schön immer in der Nähe von der Kids Area sind. Genau, und ich stehe jetzt hier genau in der Mitte vom Platz, den man zum Campen eigentlich nicht nutzen kann, weil das hier nämlich total abschüssig geht. Aber das hier vorne ist dann, wie gesagt, alles nach dem Flatterband, ist Campground 1. Da werden die meisten von euch unterkommen. Und ich gehe mal eben mit euch zu Manni und Dennis rüber. Die sind nämlich schon da. Manni ist der Kugelfischcamper, einige von euch kennen ihn. Dennis ist Bobby on Tour und Dennis ist auch das Sausage City Bike, der uns hier schon morgen beim Aufbau verköstigen wird. Freitag für alle, wenn ihr ankommt, auch da sein wird. Und ich zeige euch das mal eben, ich gehe da langsam hin. So, da sind sie. Dennis macht sich gerade fertig hier, der hungert gerade auf den Keil rauf, hat sich extra schon ein T-Shirt angezogen, eben gerade war er noch ohne T-Shirt, als er gehört hat, dass ich live gehe, hat er sich ganz schnell angezogen, aber für uns hat er einen Striptease gemacht hier, mal gucken, was er morgen für uns macht hier. Zum Schutz für alle haben die T-Shirt angezogen. Oh, und da ist Zwergi. So, genau, wir haben uns hier schon mal breit gemacht. Hier, Hobbyfamilie, auch so ein komischer Typ, kenne ich auch. Und dann kommt Manni, der Kugelfischcamper. Lange zusammen
Manni war sogar schon vor mir hier, heute Morgen um 9, oder wann warst du hier? Ja, ich hatte Langeweile und ich bin eben der frühe Vogel. Ja, genau. Und hat schon tatkräftig mit angefasst hier. So, und einige von euch haben gefragt, wie ist denn das mit den Toiletten? Oder können wir die Duschen auf dem Campingplatz benutzen? Ihr könnt tatsächlich diese Duschen und Toiletten hier benutzen. Ist jetzt nicht so schön, aber es ist definitiv nutzbar. Hier sind die Toiletten, die roten, und die blauen sind die Duschen. Kann man ja mal reingucken kurz. Habt ihr schon mal einen kleinen Einblick? Da einfach nur sinnvoll. Ein Waschbecken und was zum Duschen. Genau, so, also, dann geht's weiter. Da ist unser Eventgelände. Für alle, die jetzt noch nicht so ganz genau verstanden haben, wie das Ganze vonstatten geht, ihr kommt da hinten irgendwo, kommt ihr so einen Weg hoch und dann fahrt ihr hier vorne rein und da werdet ihr begrüßt. Wir mussten das Ganze nämlich, ich schalte mal eben um, wir mussten das Ganze nämlich umändern. Es geht nicht, dass wir euch unten auf dem Parkplatz begrüßen, wie wir das im Livestream gesagt haben am Montag. Das funktioniert nicht. Wir werden euch, und das werdet ihr sehen, wir werden Bauzäune aufstellen und Bauzaunbanner und da werden große Pfeile drauf sein. Und wenn ihr euch einfach nur nach den Pfeilen richtet, dann fahrt ihr genau den richtigen Weg hoch. Das ist nämlich, wenn ihr aus dem Ort Halbesdorf kommt, nach 300, 400, 500 Metern, kommt ihr auf den Campingplatz zu, da müsst ihr aus der Kurve rausfahren und dann folgt ihr den Bauzaunbannern, das, was sie euch anzeigen, links hoch auf die Felder. Und genau, dann kommt ihr nämlich hier vorne den Weg rein. Und wie ich schon sagte, das erste Stück da vorne ist abgesperrt, aber da stellen wir einen Pavillon hin und dort werdet ihr begrüßt und dort bekommt ihr dann euren Platz zugewiesen. Entweder Campground 1, das ist dieser ganze Platz hier oben, oder Campground 2, das ist da hinten der Family Platz mit der Kids Area, oder Campground 3 und das ist die Reihe an der am Wald hinten. Das bekommt ihr dann alles gesagt. So, und wenn ihr euch dann aufgestellt habt, dann kommt ihr hier so langsam rüber und dann guckt ihr euch mal das Festgelände an. Das wird dann nämlich ein bisschen voller aussehen. Morgen geht das richtig los hier. Morgen gibt es dann auch nochmal einen Livestream oder zwei. Mal gucken, einfach zwischendurch werde ich euch mal zeigen, was hier so los ist. Ja, und hier vorne wird es einen Check-in geben. Wenn ihr euch in Ruhe aufgestellt habt, kommt ihr hier vorne hin. Hier wird ein Tisch stehen. Da wird irgendein nettes Mädel wahrscheinlich dahinter sitzen, denke ich mal. Vielleicht auch ein netter Kerl. Und wird euch in Empfang nehmen. Und da bekommt ihr dann eure Badges zum Umhängen, damit man sieht, dass ihr auch dazugehört. So, das ist jetzt erstmal das leere Zelt. Das ist schon aufgebaut worden heute. Da wollen wir drin feiern. Hier vorne wird morgen die Bühne aufgebaut. Hier vorne steht schon ein Teil der Lichttechnik. Und hier steht die Bühne. Und hinter der Bühne, da darf nicht jeder rein. Hier geht die Band rein und so ein paar Organisatoren. Hier darf dann Backstage so ein ganz kleines bisschen sich aufgehalten werden. Die Band und die Speaker und so weiter, die dürfen hier hinten rein. So, und das hier ist dann unser Eventgelände. Ja, es sieht noch nach nichts aus. Ich habe aber auch nicht versprochen, dass es heute schon noch was aussieht. Und hier werden wir uns richtig schön breit machen. Ich glaube, die Rendsburger, die da hinten standen, die wollen sie hier auch noch irgendwo hinstellen. Und hier werden die Workshop-Pavillons aufgebaut. Das sind nämlich schon Teile davon. Das sind auch große Pavillons, so wie der, wo wir gerade durchgegangen sind. Ich zeig dir nochmal. Guck mal hier. Der da. Solche Pavillons werden hier aufgebaut. Hier vorne wird eine Bierinsel aufgebaut. Hier steht ein Sausage City Bike. Und hier stehen ganz viele Aussteller, die unsere Sponsoren sind. Die habt ihr ja alle schon kennengelernt, denke ich mal. Die meisten von euch zumindest. Und hier in der Mitte wollen wir feiern. Ja, und ich habe ja immer schon gesagt, ich war ja schon öfter hier, hier gibt es die geilsten Sonnenuntergänge. Und selbst jetzt, wo es bewölkt ist,
sieht man schon, dass das irgendwie cool aussieht, oder? Ich habe hier Sonnenuntergänge gesehen, die habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Ohne Scheiß. Es ist so geil. Und es kann sogar sein, dass dieses Feld hier bis Freitag übermorgen noch abgeholzt ist. Müssen wir mal gucken. So, habe ich irgendwas verpasst. Hauptsache der Grill brennt. Der Grill brennt auf jeden Fall. Und Guido bringt das E-Bike mit. Ja, viel Spaß. Was machen... Was? Was stand da? So, ja, es gibt nicht allzu viel zu sehen. Bierzelt steht, da kann jetzt nicht schief gehen. Ganz genau. Ja, meine beiden Jungs da vorne, die spielen ein bisschen Fußball. Manni und Dennis sind noch so ein bisschen am Vorbereiten. Wir sind noch nicht fertig heute. Wir warten nur darauf, dass es ein bisschen dunkler wird. Und dann wird die Zeltbeleuchtung heute schon gemacht. Und ja, genau, wir haben uns schon mal angefangen. Ja, oh, guck mal hier, der macht Romantik. Hier gibt's Romantik. Ich komme zu dir heute Abend. Du hast das Bier, ne? Ich habe ein bisschen Bier dabei, ja. Ja, ich weiß ja, wo er arbeitet. Darf man das sagen? Ja. Ja, das darf man sagen. Manni arbeitet bei Beck's, da irgendwo ganz oben im Norden. Und immer, wenn ich ihn treffe, hat er was von der Arbeit mitgebracht. Und da freue ich mich schon drauf. So, genau. Manni macht sogar noch sein doch relativ neues, ist es ja immer noch eigentlich, ne? Das ist neu, das ja, kann man. 3 Monate. 3 Monate. Manni wird hier noch sein Dachzelt aufklappen, das geht hier noch so rüber, ne? Und das sehen wir bestimmt morgen, wenn ich morgen nochmal einen Livestream mache, wie das aussehen wird, oder? Ja. Genau. So, ansonsten, der Kugelfischkörper ist ja sowieso Kult, ne? Schön, dass er mit dabei ist und nicht nur Dachzelt. So, genau, hier steht die Hobbyfamilie. Gehst du heute Abend live, wenn ihr das Licht anbringt? Soll ich heute Abend nochmal live gehen? Weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein Video geben. Ich mache ja nebenbei Videos. Und dann kann man sich da auch die Details im Video angucken, oder? So, hier steht Bobby on Tour. Warum eigentlich Bobby? Der heißt Bobby, der ne? Heißt Bobby, ja. Man bringt das ja immer durcheinander, dass du Bobby bist, nein, ne? Ich bin Dennis. Das ist ja, ich habe das dann irgendwann nach 3 Jahren auch mal gewusst, dass du Dennis bist. So, okay. Weil ja auch viel gefragt wurde, wie ist das mit Strom, Wasser, Abwasser? Hier stehen überall die Verteilerkästen und da sind mehrere Anschlüsse drin. Da vorne steht der nächste Verteilerkasten. Da hinten ist ein Verteilerkasten, ne? Da vorne so. Und da ist auch wieder einer. Und da ist auch wieder einer. Und das sieht natürlich unten in der Area, ich gehe mal rum, da unten ist ja, da ist die Kids Area und da vorne ist ja Campground 2. Da sind auch genauso die Stromkästen alle verteilt. Campingfamilie XL, einen wunderschönen guten Abend. Euch auch. Wo sind die Frauen? Heute Abend ist Männerrunde. Außer Dennis. Tochter. Dann ist seine Tochter ist da. Ansonsten machen wir Männerrunde. Genau. Meine Frau ist noch am Arbeiten. Und von Dennis die Frau auch. Und von Manni, deine Frau arbeitet auch noch, ne? Ja, genau. Ja, ja. Die ist ja, glaube ich, Lehrerin. Die arbeitet auch noch. So, genau. Also, die Stromkästen habe ich euch gezeigt. Hier vorne logischerweise Toiletten und Duschen. Da ist dann auch Wasser. Haben wir dann hier einmal die Außenwaschbecken. Da kann man sich auch Wasser holen für den Camper. Ja, Chemietoilette muss drüben auf dem Campingplatz entleert werden. Da könnt ihr uns direkt fragen, wo das ist. Werden wir euch logischerweise dann auch erzählen. So, und ich denke, viel mehr brauche ich gar nicht machen. Wir machen einen relativ kurzen Livestream und ich gucke nochmal. Moin René, das wird super. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Ja, was geht da überhaupt ab? Ichotolot, guckt mal auf www.campercamp.de und dann kannst du da eventuell noch Tickets erwerben. Wir haben noch ein paar letzte Tickets für das Campercamp und dann siehst du, was hier abgeht. Live-Musik am Freitagabend, Veranstaltungen und Workshops am Samstagvormittag und Samstagnachmittag mit Jan Fassbender von So geht YouTube, mit Daniel Zoll, Instagram-Profi, mit ganz vielen anderen Speakern in den Workshops zum Thema Fotografie, Videografie, Rhetorik,
wie kann ich mit einem digitalen Business Geld verdienen, also als digitaler Nomade mein Geld verdienen und. Wir haben wirklich ganz viele Foto- und Videoprofis da, um einfach bessere Bilder, Fotos, Videos machen zu können, um für YouTube und Instagram zu lernen, um einfach besser zu werden. Und natürlich, um als Camping Creator sich mit all den anderen Camping Creatern, egal ob auf Instagram oder YouTube, hier zu vernetzen, hier zu treffen, sich auszutauschen, vielleicht auch gegenseitig das Kamera-Equipment zu zeigen, darüber sich zu unterhalten, wie arbeitest du, wie arbeite ich, was machst du anders, und sich einfach zu vernetzen. Was hat man vom Premium-Zugang? Es gibt keinen Premium-Zugang. Welcher Premium-Zugang? Es gibt einfach nur Tickets, die kann man erwerben und dabei sein. Premium-Zugang gibt es nicht. Habe leider keinen Zugwagen mehr. Ja, das ist schlecht. Herschieben ist, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen weit oder anstrengend. Das tut mir leid, aber im nächsten Jahr gibt es vielleicht auch wieder ein Campercamp. Das erfahren wir alles dieses Wochenende. Okay, ich werde mir jetzt irgendwas Kühles zu trinken aufmachen. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass wir heute schon fleißig waren. Klar, ist noch nicht so viel zu sehen. Morgen geht das hier richtig ab. Gleich in den frühen Morgenstunden. Morgen ganz früh ist schon Fung da. Der kommt heute Nacht hier an und stellt sich irgendwann nachts um 4, wenn er ankommt, einfach hier irgendwo hin und wird morgen mit dabei sein. Und Tobi, von Tobi Grebestein, mein anderer Kollege, wird jetzt doch auch morgen da sein. Wer das auf Instagram noch nicht mitbekommen hat, Tobi bekommt seinen Wohnwagen am Freitag direkt hierher geliefert. Er konnte ihn heute zulassen in der Zulassungsstelle. Eine Wahnsinnsstory. Guckt euch Tobi Grebestein die Story oder das Reel mal bei Instagram an. Wer das mitbekommen hat, was es da für ein Durcheinander gab mit seinem bestellten Wohnwagen und falsch gelieferten Wohnwagen. Es scheint, wir hoffen es, es scheint ein gutes Ende zu nehmen und er wird auf dem Campercamp mit seinem neuen Wohnwagen seine erste Nacht verbringen. Richtig geil, ich freue mich total für ihn. So, ich mache hier mal Schluss. Habt ihr noch irgendwelche ganz speziellen Fragen? Dann jetzt raushauen. Ich will hier Schluss und Ende machen. Muss ein bisschen was essen, was trinken und danach noch arbeiten. Und wenn ihr dem Ganzen hier noch einen Daumen nach oben geben würdet, dann wäre das super. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen mache ich auch wieder einen Livestream. Und in den nächsten Tagen wird auch das erste Video vom Campercamp schon online sein. Und da könnt ihr dann, wenn ihr abonniert habt, natürlich dann auch euch das angucken, was hier so abgeht. Und ja, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, würde ich sagen. Genau. Keine Fragen mehr, es kommt nichts mehr, zumindest lese ich nichts mehr. Bin mal gespannt, wo wir stehen werden. Campingfamilie XL, ihr habt 4 Kinder. Was glaubt ihr denn, wo ihr steht? Ihr seid definitiv da unten eingeteilt. Weil, wie gesagt, hier wird die Hüpfburg stehen, in der Ecke hier vorne steht die Hüpfburg, der Tobewurm, ein Pavillon, wo man sich drunter setzen kann und darunter spielen kann. Da ist unendliches Bauen mit dabei. Hier vorne stehen 6 Trampoline für die Kinder. Hier unten kommen die Mädels mit den Ponys am Samstag zum Ponyreiten. Und hier unten kommen auch am Samstagnachmittag die Pfadfinder hier hin und werden unsere Kinder, zumindest wer das darf, da mit rein verführen und ein paar pfadfinderische Tätigkeiten im Wald machen. Und hier vorne ist die Area, wo wir unsere Camper unterbringen wollten, die halt mit Kindern kommen, damit die so unter sich sind. Die Kinder können dann besser zusammen spielen. Die sind hier vorne ganz dicht bei den Fußballtoren und, wie ich schon sagte, in der Kids Area. Und dann stellt ihr euch hier einfach irgendwo mit hin. Ich gehe jetzt mal hier weiter runter. Okay, dann mache ich noch nicht Schluss. Ich zeige euch das mal ein bisschen ausführlicher. Man kann sich das so ungefähr vorstellen. Ihr werdet hier unten reinfahren. Also ihr kommt erstmal nach da oben, was ich ja gezeigt habe. Da oben kommt ihr erstmal hin und dann werdet ihr weitergeschickt. Ihr könnt dann wieder zurückfahren oder hier runterballern. Völlig egal. Und dieses Gelände ist das Gelände für die Familien. Ihr kommt hier vorne rein, hier lassen wir ein bisschen Platz und dann machen wir hier vorne, bam, 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 die Freizeitfahrzeuge und dann hier, wo ihr die hellen Flecken seht, hier rüber
eine Reihe bis dahin an die Ecke, so runter, da lassen wir Notausgang und hier vorne die Reihe auch noch mal lang. Dann habt ihr hier eine riesen Wagenburg. Bis jetzt sind, glaube ich, 15 oder 16 Fahrzeuge für hier unten eingeteilt. Und in der Mitte können die Kinder spielen. Da, ja, da können die sich versammeln, da können die sich treffen. Ein paar Muttis, Papis sind ja sowieso immer irgendwie mal in der Nähe, haben dann auch einen Blick auf die Kinder. Und die Fußballtore sind gleich hier vorne ein kleines Stück höher. Und die Kids Area ist da vorne hinter der Hecke. Und da werden nicht alle, manche haben sich gewünscht, nicht dort zu stehen. Das habe ich natürlich dann auch versucht zu berücksichtigen. Aber ansonsten wollten wir eigentlich ganz gerne, dass die Familien sich hier vorne komplett zusammentun können. Und vor allem für die Kinder und Jugendlichen könnte das ganz cool sein. So, dann habe ich euch das auch gezeigt. Und da wir aus Platzgründen auch ein paar Autarke brauchten, ihr durftet ja oder musstet ja angeben, ob ihr autark seid oder ob ihr Strom braucht. Und hier oben ist die Reihe am Wald lang für die Autarken. Die haben, zumindest wenn wir gutes Wetter kriegen, den Blick auf den geilsten Sonnenuntergang. Jetzt noch nicht, aber wenn wir einen kriegen und da hinten die Sonne untergeht, ey Leute, ihr müsst das sehen. Ich hoffe so sehr, dass es am Samstag nicht mehr regnen wird. Donnerstag und Freitag wohl wahrscheinlich ja, Freitag vielleicht gar nicht mehr so dolle. Und drückt mal alle die Daumen. Ein bisschen gutes Wetter wenigstens. Und ja, so. Ich hoffe, das ist okay so für euch. Ich hatte eben gerade noch gelesen, ist das jedes Jahr am selben Ort. Das ist dieses Jahr das erste Mal hier in Hameln. Und wir werden erst auf diesem Campercamp, beziehungsweise nach dem Campercamp, bekannt geben, wann und wo eventuell das nächste Campercamp Festival stattfinden wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber es ist tatsächlich noch nicht final entschieden. Ist wirklich so. Es gibt noch ein paar Dinge zu klären und wir wollen aber jetzt ganz zeitnah bekannt geben, wann, wie, wo. Wäre gern dabei gewesen. Vielleicht das nächste Mal auch für was? Das nächste Mal auch für Creator-Interessenten. Jens! Wir haben die letzten Tickets zu vergeben. Die letzten Tickets sind zum Last-Minute-Preis jetzt für alle freigegeben. Wer Interesse hat, Creator zu werden, jetzt schnell auf campercamp.de auf Preise und Tickets klicken, alles durchlesen, einverstanden sein, buchen, kommen, Creator werden. Das Beste, was du machen kannst. Dann sehen wir uns übermorgen und dann bist du voll mit dabei. Es gibt jetzt die letzten Tage für die letzten, ich weiß das nicht, 4, 5 Stellplätze keine Bewerbungsphase mehr, dass man Creator sein muss. Es ist halt einfach nur sinnvoll, hierher zu kommen, wenn man Bock drauf hat. Man muss es nicht sein, aber man muss zumindest Bock drauf haben und sich das mal angucken, ob man dann nicht vielleicht auch YouTube oder Instagram aktiv machen will. Also, ich bin aus der Puste. Ihr glaubt gar nicht, ich gehe jetzt das zweite Mal da hoch. Ihr glaubt gar nicht, wie steil das ist. Das sieht man so gar nicht. Das ist eine ganze Menge. Und ich habe schon Würstchen gegessen. Okay, also auch für alle Interessenten jetzt zum Last-Minute-Preis die letzten Tickets auf www.campercamp.de. Jetzt bin ich schon wieder ganz oben angekommen hier. Hier wird gefeiert. Morgen melde ich mich wieder. Behaltet Hobbyfamilie im Auge. Ich werde die Ankündigung machen, wann ich live gehe. Irgendwann wahrscheinlich schon morgen Mittag mal, ansonsten morgen Nachmittag und dann sehen wir uns wieder. Ob ich heute Abend noch mal kurz online komme, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So, vielen Dank. Na, geht nicht. So, vielen Dank, war schön. Aber seht ihr das? Das zeichnet sich doch ab, dass das heute auch schon wieder schön wird hier. Ah, wenn nur nicht so viele Wolken wären. Aber das wird schon langsam rötlich da vorne und die Sonne ist da oben. Wenn die Sonne da unten, oh Gott, vielleicht komme ich noch mal ganz kurz online, wenn wir doch noch den Hamelner Sonnenuntergang, den Campercamp Sonnenuntergang kriegen. So, vielleicht bis später, sonst bis morgen. Danke, dass so viele dabei gewesen sind, so spontan und kurzfristig. Ciao. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch per E-Mail an uns. Und ansonsten sehen wir uns
im nächsten Video, im nächsten Livestream. Ich brauche jetzt ein Bier. Danke. Tschüss.